Hallo und Halleluja, meine Lieben. Heute heilen wir die Hüfte. Heute spricht Dimitri aus mir. Spaß beiseite, habe ich das so gerade in mir gehabt. Und wisst ihr, das Ding ist, Humor und Spiritualität gehören zusammen, ja. Und deswegen dürfen wir auch, wenn die Themen ernst sind, immer ein bisschen Humor und Leichtigkeit reinbringen, weil wir dann nämlich auch schlimme Sachen besser lösen können. Ja, und in diesem Video geht es um die Hüfte, meine Lieben, und wie wir Traumatisierungen und Ängste in Zusammenhang bringen mit Hüftfehlstellungen. Und ich hatte schon mal im ersten Teil des Videos zum Thema Hüfte heilen, das werde ich euch auch noch verlinken in der Infobox und am Ende dieses Videos, da hatte ich schon ganz viel reingepackt, was unsere Hüfte braucht, ja, dass es mit der Verwurzelung zu tun hat, mit Ahnenthemen, die wir heilen dürfen und ja, dass wir da wirklich die Balance in uns finden, die Liebe in uns anzapfen, ja, uns den Mutterschoß geben. Und ja, in diesem Video geht es darum, was die Hüfte und Hüftfehlstellungen mit dem Urvertrauen zu tun haben, hat und mit Ängsten, ja, und mit Traumatisierungen, die dazu geführt haben, dass wir Ängste haben und nicht mehr im Urvertrauen sind. Ja, weil Traumatisierungen, da ganz viel speichern wir im unteren Bereich, ja, in der Hüftschale. Ja, das ist häufig eine Schale voller Traumatisierungen, voller Ängste. Und manchmal kommt es dann hoch und dann wundern wir uns, wo das alles herkommt. Ja, aus der Tiefe unserer Hüfte, meine Lieben. Aber wie immer, nichts ist in Stein gemeißelt, ihr könnt alles heilen. Und wenn ihr mit mir in Resonanz steht, ist die Wahrscheinlichkeit nicht allzu gering, dass ihr euch heilen werdet, wo auch immer ihr gerade steht. Ja, denn darum geht's. Nicht nur in meinen Videos, sondern auch zu dieser Zeit, Qualität dürfen wir erkennen, was uns körperlich ja, belastet und dürfen das einfach von uns nehmen. Ja, wenn es so leicht wäre, ja, warum macht es nicht jeder schon? Ne? Weil wir häufig so in so fixiert sind, auf das Problem zu gucken, um das zu lösen. Ja, sagen wir mal, du hast Ängste, dann beschäftigst du dich ganz viel mit Ängsten. Wie kann ich die Ängste auflösen? Ja, überall Ängste, Ängste, Ängste. Ja, und dann geben wir unsere Energie häufig in dieses Thema rein und nähern dann die Angst, anstatt uns die Frage zu stellen, was ist der Gegenpol der Angst? Das ist die Liebe. Ja, also ich habe auch ein paar Videos zum Thema Ängste, die werde ich euch auch verlinken in der Infobox. Deswegen ist es immer wichtig, von der Angst in die Liebe zu gehen, ja, vom Verstand der Seele zu folgen. Der Verstand ist so konditioniert, uns auf das zu fixieren, wo unser Problem ist, ja, sich darauf zu versteifen. Und die Seele hat aber häufig ganz andere Wege mit uns vor. Und wenn wir unseren Seelenweg gehen, ist es nicht nur so, dass wir uns mehr und mehr mit der Seele, also mit der Liebe verbinden, sondern automatisch verlagern wir dann die Energie der Angst auf die Liebe. Also werden die Ängste automatisch kleiner. Ja, es ist, alles hat immer zwei Pole und es liegt an uns, was und welchen Pol wir nähren. Ja, und wenn wir hinaushüpfen in die Welt, durch die Ängste hindurch, dann lösen wir die Ängste auf. Weil wir dann erkennen, die sind gar nicht real. Aber wenn wir zu Hause sitzen und gucken, was tun bei Ängsten, dann tun wir ja nichts. Ja, unser System, unser Köpfchen lenkt uns ab, denkt, ja, jetzt habe ich ja was getan, aber so wirklich die Lösung ist es häufig nicht. Und deswegen Hüfte, Ängste, Urvertrauen,
hat ganz viel miteinander zu tun. Ja, und deswegen eben beim Thema Ängste kann ich euch nur den Tipp geben, wenn ihr vor was Angst habt, geht durch die Angst hindurch. Erwartet nicht, dass euch das jemand abnimmt, sondern geht selber durch die Angst durch, um dann die Erfahrung zu machen, sie ist nicht real. Ja, und ich sag mal so schön, facing fears. Sich die Ängste ansehen und dann durch die Angst durchgehen. Und ich weiß, es ist nicht einfach, aber denkt euch immer, ihr habt es euch ja ausgesucht, aus Seelensicht. Und wenn wir auch durch die Ängste durchgehen, dann stärken wir unser Urvertrauen, ja, und wir stärken unsere Hüfte und somit unseren Körper, weil wir auch wieder in die Balance kommen. Und das Urvertrauen bekommen wir eben dann zurück, wenn wir durch die Angst gehen. Dann erlösen sich auch die Ängste aus der Beckenregion. Dann kann sie sich auch wieder ausrichten, die Hüfte. Und wir kommen mehr und mehr eben auch zurück ins Urvertrauen. Und dieses Urvertrauen ist so, so wichtig, weil wir gelernt haben, Vertrauen immer im Außen zu suchen oder keinem zu vertrauen, weil ja alle irgendwie böse oder schlecht sind. Ja, weil wir nicht gelernt haben, uns zu vertrauen, unserem Körper zu vertrauen, unserer Seele zu vertrauen und der geistigen Welt zu vertrauen. Weil es ja immer hieß, pass auf da, oh, pass auf, dass du nicht fällst, pass auf, dass das nicht ist, pass auf, pass auf, pass auf. Wir wurden erzogen mit der Angst, nicht mit Vertrauen und Liebe. Und das wurde uns weitergegeben. Und das hat uns eben häufig körperlich geschadet. Ja, wir denken immer, körperliche Gewalt ist nur, wenn man irgendwie geschlagen wird. Aber das ist es gar nicht. Ja, auch wenn du dein Leben lang mit Ängsten zu tun hast, also auch mit den Ängsten deiner Ahnen oder deiner Eltern, dann kann sich das eben auch körperlich bemerkbar machen. Nicht nur in der Hüfte, sondern auch andere Krankheiten. Aber wir sehen die Parallele nicht, weil immer wenn bei uns was ist, suchen wir ja den Fehler bei uns. Ja, und das ist auch gut zu reflektieren und das Thema in sich zu lösen. Aber dass das Außen, die Welt und unser Umfeld einen Einfluss auf uns haben, das vergessen wir dabei häufig. Und das ist auch ja, das Wichtige eben zu reflektieren, dass du das erkennst und es einfach mal arbeiten lässt. Ja? Weil manchmal werden wir dann sogar auch zur Situation, auch in der Kindheit, nochmal hingeführt von unserer Seele, dass du plötzlich wie so ein Flashback hast. Ja? Und dann erkennst du, ach ja, da war das Erlebnis im Außen. Okay, vielleicht hat es dazu beigetragen. Ja? Und was wir häufig auch nicht sehen, da habe ich auch ein Video dazu, das verlinke ich euch auch, dass wir, wenn Kinder hinfallen, ja häufig so denken, ja, die sind jetzt einfach gestürzt, ja, und haben sich jetzt vielleicht körperlich ein bisschen was gebrochen. Was wir nicht sehen, ist häufig, dass vorher eine emotionale Verletzung stattgefunden hat und dann quasi die Seele des Kindes sich einen Weg gesucht hat, diese seelische Verletzung körperlich zu manifestieren oder sichtbar zu machen. Also sagen wir mal, du sagst, ja, ich habe eine Hüftschiefstellung, weil ich einen Unfall hatte. Dann ging vor diesem Unfall eine emotionale Verletzung einher und dann hat sich deine Seele eine Möglichkeit gesucht, das Ganze körperlich zu manifestieren, dass du weißt, was, wie, wo passiert ist. Nur geben wir dann häufig auch dem Unfall die Schuld und sagen, naja, ne? Aber nichts ist Zufall. Und immer wenn wir uns wo verletzen, hat uns das was zu sagen. Ja, und deswegen ist es wirklich wichtig, zum einen durch die Ängste durchzugehen, zum anderen wieder ins Urvertrauen zurückzufinden und keine Angst zu haben, dass zufällig dir irgendwas passieren könnte. Denn das, was deine Seele dir sichtbar machen möchte, da findet sie immer einen Weg.
Also da können wir uns zu Hause einsperren. Wenn wir irgendwie ein Thema haben, was die Seele sichtbar machen möchte, dann rutschen wir aus, fallen hier auf den Popo und verziehen uns die Hüfte. Ja. Jetzt mal salopp gesagt. Also da können wir uns und müssen wir uns auch nicht einsperren. Ja. Deswegen, als mir das so bewusst wurde, habe ich mir gedacht, ich hüpfe einfach raus in die Welt und habe meinen Spaß. Ja, es wird nichts passieren, was nicht passieren soll. Und wenn ich irgendwo mir was tue, sage ich jetzt mal, dann ist es nur das, was in mir schon feststeckt und dann nach außen sichtbar wird. Und dann kann ich es ja auch heilen. Ne? Viele stecken voller Themen und wissen es nicht, weil das irgendwo festsitzt. Ja, und erst wenn wir das wirklich körperlich sehen oder fühlen oder auch emotional fühlen, können wir das Ganze lösen. Und deswegen vergesst dabei eben nicht, dass wir dann heilen, wenn wir von der Angst in die Liebe gehen. Von dem Verkopften zur Freude. Von dem, ich bin der spießige Erwachsene, zum, ich bin die kindliche, kreative, witzige Seele. Da geht die Reise hin. Wenn ihr euch alle hier lachende Herzchen tätowieren lasst, dann wisst ihr, ihr seid auf dem Seelenweg. Das Ding ist wirklich, ich weiß, ich sage das oft, aber ich kann es nicht oft genug sagen, die Seelen sind witzig, verspielt, liebevoll, kreativ, empathisch, stark. Und die Seelen haben keine Angst. Die Seelen sind im Urvertrauen. Deswegen, je mehr du deinen Seelenweg gehst, umso mehr heilst du dich automatisch und umso mehr in Balance kommst du auch wieder auch mit deiner Hüfte. Und das ist das Wichtige zu erkennen. Du musst dich gar nicht so sehr primär immer auf das Thema fokussieren, sondern auch deinen Weg weitergehen, Schritt für Schritt. Denn wenn du deinen Weg gehst, deinen Seelenweg, kommt dein Körper auch wieder in Balance, wie so eine Waagschale. Und das ist ja unsere Hüfte. Auch was das Thema Traumatisierungen betrifft, ist es ja so, dass wir häufig auch, wie bei den Ängsten, uns sehr auf die Traumatisierungen versteifen. Ja, und da, wenn man einmal anfängt, da was aufzulösen, da kann man zurückgehen in was weiß ich, wie viel hundert Leben. Ja, da kann man zurückgehen in die Kindheit, ja, oder in die Kindheit im fünften Leben, vor fünf Leben, vor 100 Leben und so weiter. Oder zur Geburt oder was weiß ich. Ja, auch gerade hochsensible Menschen, für mich Kindergarten, erster Tag, der Horror, ja, auch Traumatisierung. Da könnte man von einer Traumatisierung zur nächsten gehen und könnte in diesem Leben nichts anderes machen, weil wir so viel Traumatisierungen erfahren haben. Ja, da kann man sein ganzes Leben mit dem Lösen verbringen. Und wir sollen und dürfen ja auch heilen. Ja, es geht nicht darum, was zu verdrängen, aber es geht eben darum zu erkennen, warum habe ich die Traumatisierungen? Ja, wie kann ich mich mit den Werkzeugen, das habe ich auch im ersten Video erklärt, mit den Werkzeugen, die ich habe, heilen. Ja, was bringe ich in die Welt, was mir hilft zu heilen und dann den anderen? Ja, warum habe ich das ein oder andere körperliche Symptom? Das ist immer wichtig, das eben zu erkennen. Und dann eben seinen Weg weiterzugehen, um zu erkennen, ach, ich heile mich ja, wenn ich einfach weitergehe und Spaß habe im Leben. Ja, unterschätze nicht die Kraft deiner Liebe und Freude auf deinem Seelenweg. Das ist deine Medizin. Und deswegen hab auch nicht so Angst davor oder sag ja, aber dann Lina, ich habe ganz schlimme Sachen erlebt und ich bin total traumatisiert und so weiter. Wenn wir in diese Opferrolle gehen, ja, und es aus dem Verstand betrachten, dann können wir nie heilen, dann geht es uns total schlimm, dann wissen wir, dann wird es nie besser.
dann sind wir in der Opferrolle. Wenn wir aber in den Schöpfermodus gehen, dann sind wir im Vertrauen und wissen auch, dass im richtigen Moment die Blockaden entweder von jemandem, dass uns jemand zu Hilfe kommt, der uns unterstützt, oder dass wir selber was finden oder beides, ja, dass das im richtigen Moment weitergeht. Und da gilt es wirklich zu vertrauen und nicht mit einem ungeduldigen Köpfchen, das sagt, ja, aber ich will jetzt endlich das. Weil alles passiert dann, wenn die Zeit dafür reif ist. Und zwar nicht aus dem ich muss, sondern aus dem ich kann. Und dann bist du im Schöpfermodus. Und dann weißt du, alles, was du dir kreiert hast, kannst du dir zurückkreieren. Und durch dieses Urvertrauen stärkst du nicht nur deinen Geist, deine Psyche, sondern auch deinen Körper. Und deswegen schieb auch nicht körperliche Gebrechen vor, sage ich jetzt mal, um Dinge nicht zu tun. Ja, dass du sagst, oh, ich kann nicht, weil. Erst wenn das besser ist, dann. Häufig ist es andersrum, dann wird es besser, wenn wir was machen. Also warte nicht auf den Zeitpunkt, wo du perfekt bist, weil der wird niemals kommen. Wenn ich also auf den Zeitpunkt gewartet hätte, wo mein Kopf gesagt hätte, okay, Daniela, jetzt bist du perfekt, dich zu zeigen, dich zu öffnen. Dann hätte ich nie begonnen. Ich wäre nie perfekt gewesen. Ich wäre nie bereit gewesen. Deswegen beim Thema Hüfte, warte nicht, sondern geh deinen Weg. Und ich meine das jetzt nicht nur im aktiven Sinne, so wirklich seinen Weg zu gehen, sondern auch im übertragenen, dass du jetzt weitergehen darfst, einen Schritt weiter tun darfst, durch die Angst gehst, was auch immer deine Angst ist, und feststellst, dass dich das in Balance bringt, dieses Erlebnis, durch die Angst gegangen zu sein, mehr im Urvertrauen gelandet zu sein, mit beiden Beinen wieder fester auf dem Boden zu stehen und durch diese Freude, die du dadurch in dir erzeugst, lösen sich auch viele Traumatisierungen auf. Und ich weiß, bei mir zum Beispiel, wenn ich in die Welt hinaushüpfe, ja, mir teilweise keine Gedanken mehr mache. Also ich bin ja auch eine sehr vergeistigte Seele, ja, ich mache mir auch Gedanken. Aber wenn ich dann sage, so jetzt habe ich mir da Gedanken gemacht, vielleicht habe ich jetzt aktuell keine Lösung, aber ich lasse es jetzt mal arbeiten und ich gehe jetzt einfach mal raus in die Natur. Stoche ein bisschen in der Matschpfütze oder ich springe über Steinchen, ja, singe ein bisschen vor mich hin, ja, oder ich backe einen Kuchen oder was auch immer, dann kommt plötzlich ein Impuls, ja, oder dann. Manchmal habe ich dann so einen Stolperer, wo ich mir denke, oh ja, habe ich mir jetzt was eingerenkt, ja. Und das sind die Sachen, die wir berücksichtigen dürfen, dass aus dieser Leichtigkeit, aus dieser Entspannung im Kopf die Balance wiederhergestellt wird. Und deswegen, ja, in der Hüfte speichern sich viele Ängste, viele Traumatisierungen. Aber da dürfen wir und müssen wir keine Angst davor haben, weil wir auch unsere Liebe in all diese Bereiche schicken können, wenn wir uns mehr und mehr mit unserer Seele verbinden. Und diese Liebe heilt ganz viel weg. Einfach so. Also wir müssen nicht überall nochmal reingehen. Wir müssen nicht alles nochmal fühlen. Manches ja. Gerade wenn es auch wichtig ist für unseren Seelenweg, ja, oder für dieses Leben.
Aber wir müssen nicht alles nochmal hochholen und sagen, oh, was habe ich denn hier? Da nochmal reingehen und so weiter. Ja, also macht es intuitiv diese Arbeit, aber nicht so, dass du sagst, da nochmal, da nochmal, da nochmal, weil das eben häufig aus dem Ego ist, dass sich immer wieder irgendwelche Baustellen sucht, um dich hinzuhalten, um dich klein zu halten und um dich in diesem Menschensein zu halten. Ja? Und ab dem Moment, wo du beschließt oder dir bewusst machst, ich bin ja viel mehr als der Mensch hier, bist du auch gleich mit einer anderen Energie verbunden, mit deiner Seelenenergie, mit der göttlichen Energie. Und dann kannst du auch körperlich viel mehr, viel schneller bei und an dir verändern, indem du die richtigen Schritte in den richtigen, in die richtige Richtung tust. Und eben bei der Hüfte, geh durch die Angst, egal wovor du Angst hast. Geh deinen Weg weiter, bewege dich. Folge deiner Seele. Und lass dich nicht zurückhalten von deinem Verstand, der dir sagt, dass du noch nicht bereit bist, diesen Schritt zu tun. Und auf deinem Weg, auf deinem Seelenweg, darf dir wie immer völlig egal sein, was andere über dich oder dein Leben denken. Denn wichtig ist, wie du dich fühlst. Amen. Over and out.